Wer weiß die Gags noch alle von Emmy? Ja, der Gag von Emmy ist schon ihre Stimme. Genau, das ist. Ja! Das ist der richtige Gag von Emmy. Das ist. Naja, gut, nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihre Art und Weise. Ich finde, ihr müsst es beibehalten, dass sie der Erzähler ist bei den Läden. Also bei den damit sie wenigstens irgendwie im Geiste dabei ist mit. Ja. So, wird das bei ihm jetzt im Mund eigentlich entweder heiß oder wird das irgendwann wieder kalt? Oder wie oder was? Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Yoshi hat Feuerodem erlernt. Nein, es funktioniert nicht. Was soll das? Da komme ich also nicht hin. Er hat Feuerodem erlernt. Ja, stimmt. Oh, der Pinguin dance ja richtig ab da. Oh, ich will doch nicht fliegen. Leute im Krankenhaus zuflüstern, geh ins Licht. Oh. Ja, den Anfang lese ich jetzt nicht mehr vor. Das ist ja, genau. Teil 3 war das. Ah. Ich will dein Baby nicht holen. Soll das doch der Teufel holen. Ja, Flora vermisse ich auch. Ja. Ja, aber was war denn Floras Gag? Bananenbrote? Nein, Gurkenbrote. Ja, irgendwie, wenn es irgendwas noch mit Essen gibt, dann findet sie schon eine Möglichkeit. Genau. Das wäre bei Phoenix Wright Ace Attorney gut gewesen bei der Frau. Bei der Essensfrau. So, wo war jetzt eigentlich nochmal der Bob Omb, den man befragen muss, wenn man Münzen sucht? Es war bei der Seilbahn in der Mitte. Okay. Da ist so eine kleine Plattform mit einem Baum und dem Bob Omb. Okay, dann gehe ich da mal hin. Ich versuch's zumindest. Wenn du nicht gerade da steckst. Nee, ja, Moment, hier war er. Oh, vielleicht ist es anders in der Version. Ich bin nicht gleich. Feuer, diesmal gewinnst du, das ist auch schön gewesen, ja. Ja, stimmt, der ist tatsächlich woanders. Also in der Originalversion war er auf der kleinen Plattform. Haben sie wahrscheinlich auch verändert, weil es zu schwer war oder so. Moment, nein, das ist der, der die Münzen anzeigt, nicht der, der. Ach, das sind zwei verschiedene. Ja. Aha. Okay, ich muss jetzt also eigentlich. Wie soll denn das? Da hinten ist das, aber wo da? Ich muss erst mal versuchen, Speed drauf zu kriegen. Also da, aber dahinter. Schon T-Shirt-Ideen zu laden. T-Shirt-Ideen? Was noch alles? Ja, irgendwann hast du wirklich dann so einen Shop, wo du einfach T-Shirts anbietest. Das gibt's ja irgendwie von jedem YouTuber gefühlt. Ja, aber muss ich das unbedingt machen? Ich meine, ich habe ein T-Shirt. Ich habe tatsächlich schon ein T-Shirt mit diesem Thema. Und zwar ist das ein wirklich wunderschön selbst entworfenes von Tess Heiger mit Layton. Einer Layton-Anton-Mischung. Stammzuschauer wissen das. Mhm. Oh, ich finde es immer so traurig, wenn du an dem Schneemann Kopf vorbeiläufst. Ja. Wie lange denkst du noch zu streamen? Ich denke mal. Ja, lange. Also, ich werde das mein Leben lang machen. Nein, So, hier irgendwo könnte doch die Münze sein, aber ist sie nicht. Also, wo ist die Münze? Also, die roten Münzen machen wir noch, auf jeden Fall. Ja. Würde ich auch meinen. Okay, und ich würde sagen, auch die Rutschbahn mit Münzen-Sache. Ja, genau. Moment, habe ich noch nicht die da unten in dem... Nein, die habe ich doch bestimmt schon. Die hier unten war. Ja, die habe ich. Also ist es... Eventuell... Vielleicht... Manchmal... Studierstube, ich kann das nicht so gut. Studierstube. Also ich muss da wirklich an dieser Stelle immer wieder erwähnen, wie gut es ist, dass ihr Running Gags an Leute verteilt, wo das auch wirklich passt. Also der eine hat gesagt Hauch und ihr habt ihm irgendwie eine Hauchstimme gegeben. Und jetzt derjenige, der so stottert, hat da auch so ein Wort, was genau passt. Ich komme nicht hin. Wo ist denn die Münze?
Ich weiß es auch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich sterb hier noch, bevor ich die finde. Zum Glück gibt's keine Zeitbegrenzung. Okay, ich gehe nochmal zu dem hin und dann lasse ich mir das nochmal zeigen. Aber die ist doch nicht da unten, wo man den Wandsprung macht, oder? Nee, glaube ich nicht. Okay, jetzt genau hinter mir und zwar... Ah, okay. Hä? Oh nein, ich weiß es. Oh, ich bin doof. Ich bin so doof. Klar, ich weiß genau, wo die Münze ist. Oh, der arme Schneemann. Erwin, der dicke Schneemann, wurde glücklich über Nacht. Hättest du Tube Clash und könntest du dir vorstellen, Tube Clash 3 vorzukommen? Nein. Nein, gar nicht. Ich hab das gesehen, was das ist. Nein. Ich hätte wahrscheinlich von mir aus nie rausgefunden, was das ist. Und nein, ich würde da nicht mitmachen wollen. Geschweige denn, die würden mich gar nicht nehmen. Und das ist irgendwie eigentlich auch so eine Sache, das trifft sich gut. Bitte Running Gag einfügen auf einem T-Shirt. Dann musst du nicht mehrere machen, dann musst ja, du nur eine machen. Richtig. So ein Platzhalter. So, ich wollte jetzt eigentlich noch die 100 Münzen. Ach du Schande. Warum mache ich das ausgerechnet hier? Ja, das ist ein wahrkreisiges Experiment. Ich weiß. Ja, wenigstens muss ich den nicht besiegen. Oh. Okay. Und ich muss nicht schnell sein. Tschüss an denjenigen, der geht. Tschüss. So. Hier kriegt man ja eigentlich relativ schnell Münzen zu sagen. Ja, hier geht's. Aber das Problem ist, ich muss hier eventuell dann nochmal hin, weil der Stern irgendwo ist, wo ich ihn nicht kriege. Ah. Oh oh. Drei noch. Oh, komm schon, komm schon, komm schon! Und jetzt muss ich springen. Ich muss springen! Und zurück und... Oh nein, 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 jetzt bin ich... Jetzt fahre ich rückwärts. Ui. Okay. Bei mir hast du jetzt gerade die 100 Münzen zusammen. Oh nö, jetzt muss ich da nochmal rein. Oh. Naja, gut. Ey, schau quasi dem Stern hinterher. Nein, Stern, geh nicht. Oh nö, ey. Ach, Yoshi, genau. Ah. Hm. Ein Review zu Dr. Lautrec. Das ist ja auch schön. Ich habe das Döner gelesen. Döner Lautrec. Also ehrlich gesagt, das hätte ich lieber als diesen Layton-Abklatsch. Ich weiß nicht, ob der gut ist oder sowas, aber ich glaube es nicht. Wo war denn jetzt eigentlich der Stern? Moment. Nein. 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 Leck mich. Ey, das... Ich fass es einfach nicht. Ich will nicht mehr leben. Ich will hier runterspringen, aber ich tue es nicht. Es ist doch... Oh. Wieso? Schon sehr hart, ja. Ja. Naja, dann... Den roten Münzenstern nehmen, was anderes ist uns übrig jetzt. Ja, wo ist der nochmal? Ist der hier unten? Oder ist der weiter oben? Der war oben. Der war oben. Ich sage, ja. Der war oben. Ach, wusstest du schon, der war oben. Ja, das wusste ich. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Oben. Oh. So wie der Film. Ja. Der war auch oben. Moment, hier oben nicht. Ah, weiter oben. Oh, weiter unten. Und es gibt keinen Film. Genau, oben 2 heißt unten. Weiter oben 2, weiter oben. Oh nö, 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 nö. Ich hasse es. Ich glaube, ich sterbe hier gleich. Nicht! Frag dich, wo du stirbst, ob im Spiel oder. Du musst mal sehen, wo ich nicht sterbe.
Es ist böse. Es ist echt böse. Ja, wo komme ich jetzt? Wo schieße ich mich hin, damit ich nicht sterbe? Wenn ich mal fragen darf. Ich versuch's mal da lang. Das ist aber auch spannend, du. Ja, ne? Und das war einmal nichts, aber zum Glück werde ich ja nach oben wieder geschleudert. Das wusste ich ja zum Glück noch. Okay, okay. Hören wir mal auf mit dem ganzen Kinderkram hier. So. Was ist denn jetzt Teil 5? Glaubt die Zuschauer fiebern alle mit, ob du jetzt stirbst oder nicht. Oh Mann, und ich krieg nicht mal den Stern, das ist so gemein. Teil 5 mit einer AK-47 durch die Straßen laufen und mit einer verrückten Stimme singen, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. So, hier unten ist irgendwo der Stern. Nein, ich weiß, wo der... Oh, jetzt hab ich's langsam. Oh, und der arme, traurige Schneemann, der ist auch noch da. Ich glaube, die Mission kommt. Müsste vielleicht sogar die nächste sein, dann. Könnte hinhauen. Ach, das... Trotzdem, das mit den 100 Münzen, das geht mir... Oh, das geht mir an die Nieren. Das ist gemein, dass dann auf einmal der Stern weg ist. So. Schneemann gesprochen. Aber wenigstens haben wir wieder einen neuen Stern. Am Himmelszelt. Was für Animes schaust du dir an? Oh, jetzt momentan, wie ich öfter schon gesagt habe, Dragon Ball Super. Ansonsten Anime. Killer Kill finde ich voll cool. Aber naja, gut, ist ja auch schon lange vorbei und habe ich ja schon durchgeguckt vor einer Ewigkeit. So, machen wir jetzt nochmal die 100 Münzen. Oh, oh. Gut, dass du so dranbleibst. Ja. Na, wenn schon, denn schon. So. Keine halben Sachen hier. Ja. Ups, genau, da wollte ich eh erstmal hin. Damit das nicht nochmal passiert. Ha! Vorbei an dem Sackgesicht. Hui! Den Schneemann ganz kommen. Ey, stimmt, wenn du jetzt einen 100 Münzen stellen machst, dann kannst du die Schneemannmission gleich mitnehmen. Ja, genau, das mache ich auch. Und dann habe ich wieder mal relativ schnell ein paar Sterne geholt. Hallo, an denjenigen im Chat. Hallo. Hallo. Sind genauso freundlich wie die Parkour-Figuren, die Bitte sagen. Mhm, genau. Ja, wir sind halt nett. Oder wir können es zumindest sein. Netz ultimativer Schwurbel. Boing. 77 Shonen, das geht doch flott. Was? 77 Shonen? Mangas. Oh ja, der Mangel ist Mütze auf. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach in der Schule? Oh, da kann ich mich nur schwer entscheiden. Entweder war es Mathe oder doch lieber Sport. Ich glaube, es war eher Sport. Schade, ich hätte tatsächlich Mathe trainiert. Nach dem, was du uns teilweise für Erklärungen gegeben hast. Na, wobei Mathe so auf dem, weiß ich nicht, auf dem Abiturniveau, das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Aber so die ersten 5 Klassen, oh, immer her damit. Ja, da war ich teilweise auch weiter als ich hätte sein müssen. Keine Ahnung, nach der ersten Klasse habe ich mal irgendwann dann so ein Buch gekriegt, da durfte ich dann gleich mal schon multiplizieren und sowas. Und das war ja schön und gut und ja. Sport. Und ich habe mich dann gefreut, als in der Schule endlich Brüche dran kamen. Schau mal, endlich mal was Neues. Da hat jemand wieder diesen Erlington da imitiert mit Sport. Sport. Ich kann es wirklich nicht so gut, das muss Marc weitermachen.
Und damit kommen wir zum Support. Mit Ulrike von also. So, gleich haben wir übrigens den nächsten Stern. Wenn ich hier nicht runterfall. Obwohl, wenn ich runterfalle, dann wäre ich ja vom Wind getragen. Wenn ich mich nicht irre. So, und... How to bring jemanden um, schau dein Opfer an und sag, du magst Flüge. So, jetzt haben wir auch die 100 Münzen. Mein Lieblingsspiel, oh Gott. Gibt's ja auch schon 8 Teile von RCF Mobile. Ja. Immer diese bösen Fragen, was ist dein Lieblings? Ja. Was ist mein Lieblings-Sushi? Was ist mein Lieblings, Liebling? Keine Ahnung. Es ist echt schwierig, solche Sachen zu beantworten, weil Lieblingsspiel, mein absolutes Lieblingsspiel, das ändert sich vielleicht dann ab und zu auch mal. Es ist auf jeden Fall nie eins, was nicht mindestens 5 Jahre alt ist. Also so bin ich dann auch, ich lasse mich nicht von irgendwelchen Spielen hochhypen, nur um dann auf einmal zu sagen, ja, das ist mein Lieblingsspiel und dann ist es das irgendwann nicht mehr. Nein, nein. Also ich kann irgendwann vielleicht mal die Entscheidung ändern, aber dann nur mit Bedacht. Und nicht, weil Fallout 4 gerade voll toll ist, was ich ehrlich gesagt gar nicht habe. Würde ich jetzt nicht sagen, das ist so mein Lieblingsspiel.